Also, dann zeige ich euch ein bisschen was wir in den letzten 6, 7 Monaten hier in Ulm gemacht haben zum Thema Hochwasser und LoRaWAN. Wie manche vielleicht schon wissen, gibt es bei uns in Ulm die Donau, die durch Ulm fließt. Sieht man hier auf der rechten Seite. Und wir haben da so einen kleinen schönen Fahrradweg in der Donau, der öfter mal an der Stelle unter Wasser steht. Das ist so eine kleine Senke, die wir da haben. Und wenn die Donau da meistens am Pfingsten, das ist eine ganz klassische Zeit, übers Ufer tritt, dann ist der Fahrradweg hier nicht mehr zu befahren. Also der steht meistens so, ja, bis knietief unter Wasser. Wir hatten dieses Jahr sogar mal ein ganz starkes Hochwasser. Da war dieser Glaskasten, den man da sieht, der war sogar weg. Also so hoch stand da das Wasser, also knapp 2 Meter hoch. Das war nicht so eine gute Sache. Und da haben wir uns damals gedacht, warum machen wir, wenn wir dieses LoRaWAN-Netzwerk haben, zu dem ich gleich noch komme, warum messen wir damit nicht, wie viel Hochwasser oder wie viel Wasser auf diesem Fahrradweg steht? Und das haben wir dann einfach gemacht, indem wir so einen Hochwassersensor angebracht haben. Ich springe nochmal zurück, weil das das falsche Bild war. Man sieht da oben an der Spitze oder in diesem dunklen Bereich sieht man den Hochwassersensor. Das ist so eine kleine Kiste. Das ist ein Hochwassersensor, der den Abstand misst von dieser Stelle oben bis auf den Boden. Und die ist eben, wenn wir kein Hochwasser haben, ist die fix. Ja, das sind immer irgendwie 2,58 Meter sind das, glaube ich. Und sobald wir da irgendwie sobald das Wasser eben kommt, wird der Abstand kleiner zwischen diesem Hochwassersensor und der Straße. Und so können wir irgendwie erkennen, okay, wir haben Hochwasser. Also quasi das Wasser steigt an, der Abstand wird kleiner und wenn der halt über eine gewisse Zeit nicht wieder wegfällt, also wieder größer wird, dann können wir davon ausgehen, dass das Wasser da steht und dass man da nicht durchfahren kann. Weil man kann das natürlich gleich sagen, ja okay, dann stellt sich jemand runter, bleibt da stehen, der Abstand wird 2 Meter oder 1,80 Meter verringert und dann ist ja auch Hochwasser, aber in dem Fall halt nicht, weil wir dann eben über die Zeit erkennen können, dass es kein Mensch ist. Wir haben noch einen anderen Hochwassersensor. Hier rechts sieht man den auch noch ein bisschen besser, wie der aussieht. Da hat so ein Hörnchen, wo unten die Ultraschallwellen rauskommen. Damit wird gemessen, wird einfach der Schall gemessen, wie lang die Laufzeit ist zwischen dem Sensor und dem Boden. Und darüber kann man den Abstand bestimmen. Ist unter einer alten Eisenbahnbrücke, oder alt nicht, die wird noch verwendet, in der Nähe von der Blau. Das ist nicht die Donau, sondern die Blau, die da durchfließt. Und das ist genau, auch eine typische Stelle, wo am Pfingsten und bei Hochwasser auch mal das Wasser stehen kann. So, ein paar Worte zu LoRaWAN, was das ist. Das wurde ich heute schon ein paar Mal gefragt. Ich sage immer diesen Satz: LoRaWAN ist fast wie WLAN, es funkt nur weiter. Das fast haben wir deswegen dahin geschrieben, weil es drei Eigenschaften hat, die sich teilweise oder im Vergleich zu WLAN unterscheiden. Wir können nur wenige Daten schicken. Wie viele das sind, da komme ich gleich dazu. Wir haben aber eine richtig große Reichweite. WLAN hat man in der Regel, ich sag mal, in der eigenen Wohnung, im eigenen Gebäude, vielleicht das Stockwerk drüber noch, wenn man Glück hat, aber in der Regel beschränkt sich das auf 20, 30, 40 Meter in einer normalen Umgebung. Wände, Wohnungstüren, Fenster etc. Bei LoRaWAN kommen wir bis zu, naja, es gibt eigentlich fast kein Limit. Nach außen, bei direktem Sicht, kommt man auf 700, 800 Kilometer, wurden schon mal gemessen. Im urbanen Umfeld, in der Stadt, hat man so eine Reichweite von 2, 3, 4, 5 Kilometern. Je nachdem, wie viele Hochhäuser es gibt. Auf dem flachen Land kommt man weiter, bei Hochhaushäusern kommt man nicht so weit. Aber man kommt schon im Bereich um mehrere Kilometer, können wir Daten senden. Und wir haben einen geringen Strombedarf. WLAN hat vergleichsweise hohen Strombedarf. Da kann man natürlich auch ein bisschen sparen und die meisten Handys gehen damit auch ganz sparsam um. Aber bei LoRaWAN haben wir Strombedarf von, ja, wenn man es wirklich gut macht, sehr, sehr wenig, also ein paar Milliwatt, wenn man es gut anstellt. Und damit kann man auch so einen LoRaWAN-Sensor mal jahrelang, 5, 6 Jahre lang betreiben, ohne dass wir da irgendwie Strom braucht. Also man hat eine Batterie drin, 3, 4, 5 Jahre ist absolut machbar. Der Hochwassersensor reicht laut Hersteller 3 bis 5 Jahre, je nachdem, wie lange man oder wie oft man misst. Also wir messen dort momentan alle 10 Minuten den Abstand vom Sensor zum Boden und liegen dabei, ja, so 3,5 Jahre, denke ich mal. Dann müssen wir die Batterie wechseln. Was echt gut ist, weil jedes Mal hochsteigen, einmal im Monat, das will man nicht unbedingt. Genau, großer Unterschied zum WLAN. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Daten.
Wir haben deswegen halt wirklich nur ein paar Bytes, die wir verschicken können. Ne? Man hat nicht irgendwie so ein Megabyte, vielleicht eine Standard-Webseite heutzutage, wenn man die aufruft, hat so ein, zwei Megabyte. Je nachdem, größere Webseiten natürlich deutlich mehr. Hier unten sieht man zwei Bytes, das sind einfach zwei Zahlen, die man übermitteln kann. Da könnte man zum Beispiel jetzt 17 Grad und 25 Grad übermitteln oder 1 Meter, 1,725 Meter Abstand zum Beispiel könnte man damit übermitteln. Während ein Megabyte natürlich eine Million dieser Zahlen sind. Also der Unterschied ist natürlich gewaltig. In dem Beispiel würden wir ein 500.000-faches weniger übermitteln, als wenn man jetzt irgendwie im Internet eine Webseite aufruft. Das ist deutlich weniger, aber deswegen hat man auch die Möglichkeit, weit zu senden und mit wenig Energie zu senden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Dreieck. Und in allen drei Ecken stehen quasi die Fakten: wenig Strom, große Reichweite und wenig Daten oder die Daten. Und man kann sich immer nur für zwei Seiten entscheiden. Und die dritte ist dann quasi schlecht. Und das ist in dem Fall bei uns die wenigen Daten. Ist aber völlig in Ordnung, weil in unserem Fall wollen wir für jede Technologie die richtige, oder für jedes Problem die richtige Technologie finden. Und in dem Fall, was wollen wir übertragen? Den Abstand des Hochwassersensors. Das sind ein paar Zahlen. Das sind irgendwie, wir übertragen das in Millimetern. Da sind das irgendwie 2570 Millimeter, die wir da übertragen. Also eine einzige Zahl. Die kriegen wir in zwei Bytes unter und dann können wir die einfach sehr effizient übertragen. Andere Beispiele für Sensordaten, ja, kennt man in der Regel. Temperaturen können übertragen werden, Feinstaubwerte, wir haben Bodefeuchte, Verkehrsdichte, eine Gruppe, macht ja was damit. Mausefallen ist auch ein lustiges Beispiel. Es gibt Mausefallen, die haben LoRaWAN an Bord. Also quasi man hat das Problem, die Falle schlägt zu, man kriegt es nicht mit. Und die Ratte bleibt oder die Maus bleibt erstmal ein paar Tage in der Mausefalle drin. Das ist vielleicht nicht was, was man zu Hause haben will, man merkt es nicht, dann fängt es an zu riechen. Deswegen will man eigentlich mitbekommen, wann die Mausefalle zuschlägt. Und das ist eine Mausefalle mit LoRaWAN, die einfach in dem Moment, wo sie zuklappt, ein Datenpaket wegschickt und auf dem Handy vibriert es und da steht dann drauf, Mausefalle hat zugeschlagen und kann sich gleich danach richten. Genau, und ja, weitere Beispiele noch. The Things Network ist dann das, oder der Provider, wie wir das manchmal nennen, mit dem wir dieses LoRaWAN betreiben hier in Ulm. Das ist ein freier Provider, den man einfach so verwenden kann. Der kostet nichts, der ist umsonst. Der bietet den Basisservice kostenlos an, hat noch einen kommerziellen Service dabei, damit verdienen die auch ihr Geld. Aber der normale Dienst, den kann man einfach verwenden. Und die bieten einem alles an, was man braucht, um mit LoRaWAN Daten zu versenden. Die bieten einem Code an für die Nodes. Also die Nodes sind eben die Sensoren, die Daten messen. Und die bieten auch einen Server an auf der anderen Seite, der nachher die Daten empfängt, wo man sie selbst auch wieder abrufen kann. Eigentlich quasi wie ein klassischer Provider, wie so die Telekom oder wie Vodafone, die ein LTE-Netz aufbauen oder ein LTE-Netz eine Basisstation aufstellen und quasi auch Dienste dahinter haben, um die Daten da wieder abzuholen. Ja, das fasst das nochmal zusammen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben zum einen die Nodes, wir haben die Gateways. Gateways sind die Basisstationen, die über die Stadt verteilt sind, die quasi die LoRaWAN-Daten empfangen. Haben wir in Ulm ja, mittlerweile knapp 20 Antennen über der Stadt verteilt. Knapp die Hälfte davon sind richtig professionelle Antennen, die wir auf den Dächern von größeren Firmen haben. Bei den Stadtwerken haben wir eine auf dem Dach. Am Ulmer Münster gibt es seit kurzem eine LoRaWAN-Antenne, die durften wir da aufstellen. Seit einem Jahr. Ja, ziemlich genau ein Jahr. Ja, ist Geburtstag quasi. Hier im Verschwörs gibt es auch eine, die steht momentan bei der Gruppe unten im Tresor. Das ist so, sieht aus wie ein kleiner Router. Das ist eigentlich keine besondere Hardware. Wenn die auf Dächern steht, muss die wetterfest sein, dann ist es ein bisschen eine größere Kiste, das ist eine Schuhkartongröße. Aber ist an sich eigentlich keine komplexe Hardware. Ist nicht so groß wie WLAN, wie LTE-Antennen, die man auf Dächern kennt, was dann oft so 1,50 Meter Oschis sind, sondern es ist relativ klein. Und bei TTN kann man noch Anwendungen verwalten, sprich man kann irgendwie sich Apps anlegen und kann innerhalb dieser Apps dann die Nodes und die Gateways verwalten. Ist quasi eine Verwaltungssoftware für diese ganze LoRaWAN-Sache. Damit kann man das dann recht komfortabel verwenden und auch dort wiederum die Daten abrufen, die man da hingeschickt hat. Genau, hier nochmal eine kleine schöne Folie zu Ulm, die ist schon ein bisschen älter. Da hatten wir nur 7 Antennen
zu dem Zeitpunkt, 7 Basisstationen. Mittlerweile sind es um die 20. Wie gesagt, ungefähr die Hälfte sind wirklich professionelle Antennen auf dem Dach. Und es gibt viele Bürger, die das selber machen, also die sich so ein Gateway kaufen. Da geht es bei den günstigen los, bei ja, so 80, 90 Euro. Und da kann man die auch selbst betreiben zu Hause. Kann die entweder Indoor betreiben, dann ist die Reichweite ein bisschen schlechter. Man kann die aber auch, wenn man irgendwie ein Haus hat, wo man das aufs Dach schrauben kann, was auch manche gemacht haben, kann man das aufs Dach hochbringen oder irgendwie eine höher gelegenes Fenster im Haus und dann kann man die Reichweite da ein bisschen ausbauen. Und auch diese, das sage ich immer dazu, wer Ulm kennt, weiß ja, auf der anderen Seite auf der Donau ist Neu-Ulm. Dort gibt es mittlerweile auch Antennen und das ist nicht so, dass die Donau da die Strahlen ab, also den Empfang verschlechtert oder da plötzlich eine harte Kante ist, sondern da haben wir einfach nicht gemessen. Also wir waren nie auf der Neu-Ulmer Seite und haben die Abdeckung gemessen. Deswegen ist da die harte Kante. Ja, so sieht so ein Gateway aus. Das ist jetzt oben auf dem Kuhberg, ein Gateway auf einem Privathaus. Man sieht oben der weiße Stab ist die Antenne und unten eben diese Schuhkarton, große Kasten ist das Gateway an sich. Da ist ja, quasi die Technik drin, die Elektronik drin. Was auch immer nicht schlecht ist bei sowas, man macht es oberhalb der Dachkante, damit auch ringsrum die Strahlen oder quasi die Antenne funken kann. Das ist eine weitere Antenne, die ist oben auf den Stadtwerken, also auf einer anderen, quasi auf der gegenüberliegenden Seite vom Münster von uns aus gesehen, in der Karlstraße. Und dann haben wir noch eine oben an der Uni Ulm, immer auch das Münster zu sehen, so ein bisschen als Referenz. Die liegt auch relativ hoch und bei der haben wir sogar neulich mal erfahren, dass die bis nach München gesendet hat. Also es gibt Münchner, die eigene Nodes betreiben, einfach nur so einen kleinen Sensor, der irgendwas misst und der eben bis nach München gesendet hat und beziehungsweise von München hierher gesendet hat. Und wir haben mit der Antenne das empfangen, was ziemlich krass ist. Also das hätten wir auch nicht gedacht. Das sind dann schon weit mehr wie diese 5, 6, 7 Kilometer innerhalb der Stadt. So, jetzt die große Frage. Wann haben wir Hochwasser an der Donau? Das haben wir uns damals gefragt, deswegen haben wir das Projekt auch gemacht. Den Fahrradweg, den kennt man, wenn man da vorbeifährt, der ist relativ beliebt, ist auch gleichzeitig ein Fußgängerweg, ist nicht nur Fahrrad, Fußgänger dürfen da natürlich auch laufen. Hier sieht man es nochmal, auf der einen Seite Fußgänger, auf der anderen Seite Fahrradweg. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das messen? Und dann haben wir uns relativ schnell für so einen Hochwassersensor entschieden, oder beziehungsweise für einen Abstandssensor, den wir für Hochwasser verwenden, der ist beliebig verwendbar. Und haben den dann quasi, wie man es auf dem Beispielbild sieht, das ist keiner von uns, das ist nur ein exemplarisches Bild, haben wir den oben an die Unterseite der Brücke platzieren dürfen, und um das zu messen. Und die Frage, die wir dort hatten, war, das hat man schon, wie haben wir das geschafft? Man kann sich natürlich gleich fragen, darf man an der Brücke einfach einen Sensor hinbauen in der Stadt? Das ist natürlich nicht erlaubt. Also man darf als Privatmann da nicht hingehen und sagen, okay, Akkuschrauber, Steinbohrer reinschrauben und hinmachen und dann wieder gehen und sagen, ja, wir haben jetzt eine öffentliche Brücke, die zur Stadt gehört, was reingeschraubt und haben das da einfach angebracht. Das haben wir natürlich nicht einfach so gemacht, sondern wir haben das über das Verschwör ausgemacht, beziehungsweise über die Stadt Ulm. Das war so dieser Weg, den wir da gehen durften. Also wir sind Ehrenamtliche hier im Verschwörhaus, engagieren uns in dieser TTN-Gruppe. Und die Stadt Ulm ist ja hier quasi vor Ort, betreibt auch das Verschwörhaus mit, wenn man so sagen kann. Und wir saßen da mal zusammen und haben gemeint, hier, wir haben eine Idee, können wir das mit euch verwirklichen? Geht das irgendwie? Und dann haben die gemeint, ja klar, das ist kein Problem, wenn ihr das macht, ihr macht das ehrenamtlich, wir besorgen die Hardware, also die haben den Sensor dann gekauft. Und dann ging das relativ schnell, dann haben die dort beim Brückenbeauftragten der Stadt Ulm angerufen, der hat gesagt, ach, das ist eine nette Idee, warum nicht? Da reinbohren ist kein Problem, das kann man technisch machen. Und dann ist das ins Laufen gekommen und wir haben da eigentlich nicht viel gemacht, als nur die richtigen Leute gekannt, was hier im Verschwörhaus einfach möglich ist. Und die haben gesagt, ja, ist eine super Sache. Die haben sich natürlich auch gefreut, weil das einfach for free war. Das musste niemand bezahlen, außer die Hardware. Ne? Da gab es keine Rechnung von uns sozusagen, eine Handwerkerrechnung, sondern die haben uns einfach ermöglicht. Wir haben denen den Sensor in die Hand gedrückt. Die von der Stadt haben den Sensor weitergegeben an den Baubetriebshof und der ist da hochgeklettert, hat den angebracht und wir waren glücklich und ein paar Tage später haben wir da die Daten empfangen. Das ist ein großer Vorteil hier von dem Haus.
was echt auch Spaß macht, wenn man so einfach und so schnell mit ein bisschen Ehrenamt und mit ein bisschen Engagement bei so einem tollen Ergebnis gelandet ist. Ja, also das ist, kann ich nur empfehlen, dass man da irgendwie, wenn man sich die Möglichkeit hat, ein Lokal irgendwie in so ein Hackerspaces, Makerspaces oder vielleicht ein bisschen eine Connection hat zur Stadt, dass man da irgendwie einfach mal fragt, geht sowas? Das ist oft viel möglich, was man davor denkt, eigentlich darf man das gar nicht machen, das ist schwierig, wer erlaubt das? Ist eigentlich ganz einfach. Das ist nur ein kleines Beispiel zu diesem zum Abstandsmesser. Das sind so Daten von 3 Tagen, die wir hier aufgezeichnet haben. Hier sieht man auf der Y-Achse den Abstand in Zentimetern, 324 cm. Und das Maximum lag bei 327 cm. Dann sieht man auch, dass der Sensor ein bisschen schwankt. Das liegt vermutlich an der Wärme der Luft. Umso wärmer die Luft ist, umso größer ist die Schallgeschwindigkeit und umso größer ist dann auch der Abstand. Also sprich, unsere Abstandmessung ist nicht perfekt auf den Millimeter genau, sondern die schwankt so ein bisschen. Und erst dachten wir, dass die Brücke sich bewegt leicht, weil LKWs drüber fahren, weil sich der Beton irgendwie ausdehnt. Ist aber alles nicht der Fall. Das haben wir dann auch den Brückenbeauftragten gefragt, der Stadt Ulm. Der hat gemeint, nee, wenn ihr Schwankungen habt von 3 Zentimeter, die Brücke würde auseinanderbrechen. Das kann gar nicht sein. Also haben wir so ein bisschen nachgeforscht und sind draufgekommen, es ist wahrscheinlich einfach die kalte und warme Luft. Luft bei 10 Grad oder bei 0 Grad, da ist die Schallgeschwindigkeit einfach schneller oder höher als bei 30 Grad. Oder andersrum, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dadurch ist auch diese Messung einfach unterschiedlich, weil einfach die Messung läuft über die Schallgeschwindigkeit ab. Aber wir rechnen das raus. Also wenn wir wissen wollen, haben wir Hochwasser oder nicht, dann sind diese Schwankungen egal, weil wir nicht immer nur einzelne Stunden beachten, sondern wirklich das auf mehrere Stunden beobachten. Und wenn wir sehen, okay, innerhalb von 4 Stunden hat sich wirklich richtig was geändert an der Abstandsmessung, nur dann geben wir Alarm. Für den Alarm gibt es eine kleine Webseite, hochwasser.ttnulm.de. Da sieht man einfach unsere 2 Sensoren als grüne Kästchen. Aktuell kein Hochwasser, das sind die Daten von heute. Und falls es mal Hochwasser geben würde, würde man das hier sehen, dann wären die Kästchen rot, auch mit einer Angabe, wie viel Hochwasser wir haben, also wie 20 cm, 30 cm Hochwasser. Und man weiß dann auch, dass es ja, vielleicht mit dem Fahrrad noch geht. Da kann man mit dem Fahrrad vielleicht noch durchfahren, wenn man die Füße hochnimmt, aber zu Fuß ist vielleicht wahrscheinlich schlecht. Ja, das zu unserem Hochwasserprojekt, das wir mit TTL umgesetzt haben. Wir haben eine kleine Webseite, falls euch das Thema interessiert, lora.ulmdigital.com. Bei Twitter sind wir auch aktiv und falls ihr Ulmer seid oder vielleicht doch irgendwann mal wieder hierher kommt, jeden zweiten Mittwoch treffen wir uns auch in der Gruppe hier und bearbeiten das Thema, machen sowas wie das Hochwasserprojekt. Aktuell machen wir ein Projekt mit einem Hochbeet, so ein vollautomatisiertes Hochbeet, was autark die Pflanzen bewässert und das überwachen wir mit LoRaWAN. Wie viel Wasser ist noch da, wie warm ist es, etc. pp. Genau, und arbeiten eben schön aktiv an diesen ganzen Themen und nutzen in der Regel LoRaWAN dafür, um die Daten da zu übertragen. Genau, wenn es keine Fragen gibt, wäre ich fertig. Vielen Dank.